Ja, ich begrüße euch noch einmal aus Lumbini, dem Geburtsort des Buddha, um euch noch ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Und dieser Ort ist so besonders, nicht nur für mich, für viele Menschen aus der ganzen Welt, die hierher pilgern und versuchen, ein bisschen davon zu erhaschen, was den Buddha eigentlich ausmacht oder ausgemacht hat. Und das Interessanteste eigentlich an der Lebensgeschichte des Buddhas, finde ich, ist, dass er ein weltliches Leben geführt hat. Er ist im Palast seiner Eltern aufgewachsen. Es hieß, der Vater war ein König der ganzen Region hier, soll sehr mächtig gewesen sein. Und Buddha ist 29 Jahre lang in dieser Gegend hier aufgewachsen. Aber es heißt, dass er den Palast nicht wirklich verlassen hat. Und das aus dem Grund, dass bei seiner Geburt hat ein Astrologe, ein Astrologe hat dem Vater vorhergesagt, dass sein Sohn wird entweder ein großer Weltenherrscher, ein großer Kaiser werden, König werden, oder aber, wenn er die Leiden dieser Welt den begegnen wird, also Alter, Krankheit, Tod, dann wird er ein Erleuchteter werden und ein großer Weltenlehrer. So, und der Vater, der nun sehr einflussreicher König war, der wollte unbedingt, dass sein Sohn natürlich das Königreich übernimmt, und so traf er alle Vorsehungen, damit also sein Sohn nicht den Palast verlassen würde und diesen vier Punkten Alter, Krankheit, Tod, einer kommt noch dazu, das erzähle ich später, dass er das dem nicht begegnen würde. Aber als dann der Buddha 29 Jahre alt war, da wurde er unruhig und fragte sich, was ist denn in der Welt da draußen, was geht da vor sich, ich will mehr davon erfahren, ich möchte mehr davon wissen. Und kurze astrologische Einlage, also das Alter 29 ist in der Astrologie extrem entscheidend oder ein sehr relevantes Alter, weil nämlich ein Saturnzyklus sich vollkommen schließt. Und man sagt also in der Astrologie, diese Saturn-Wiederkehr hat einen großen Reifeprozess, bringt der mit sich. Und eigentlich werden wir vielleicht, nicht alle, aber wir versuchen das mit 29 erst wirklich erwachsen und finden dann unsere Position in der Welt. Und der Buddha machte sich dann also auf den Weg. Und nachdem er also seinen Vater innigst gebeten hatte, ihm doch die Welt zu zeigen, der Vater versuchte erst alles zu präparieren, dass also wirklich dass alles schön war und er keinem Leid begegnen würde. Aber auf diesen Ausflügen, die er dann mit dem Vater machte, begegnete er das erste Mal einem kranken Menschen, dann heißt es einem alten Menschen und letztendlich einem Toten. Und das schockierte wohl den Buddha so sehr, dass er sich fragte, ja, wenn das Leben für alle endet, was ist dann die wirkliche Bedeutung des Lebens? Wenn wir also, und der Buddha glaubte schon, also es war gängig, alle glaubten an Reinkarnation, wenn wir also immer wieder und wieder geboren werden und alles immer wieder von neuem durchmachen, nur um wieder zu sterben, sagte er sich, das kann nicht alles gewesen sein. Und er verließ dann den Palast, flüchtete sozusagen, weil der Vater wollte natürlich verhindern, dass er sich auf den Weg der Erleuchtung machte. Aber Buddha entfloh und 6 Jahre später oder vielleicht knapp 7 Jahre später, auch hier haben wir wieder einen astrologischen Zyklus, erlangte er dann in Nordindien unter einem Buddha-Baum, Bodhi-Baum, die Erleuchtung. Ja, das kurzum ist die Geschichte des Buddha. Ich habe sie so gut ich konnte knapp die Essenz versucht jetzt hier euch mit euch zu teilen. Und ja, soweit erstmal.
hier immer noch sitze ich unter diesem Erleuchtungsbaum in Lumbini. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, euch einmal in einem meiner Meditationsseminare oder vielleicht in einem meiner astrologischen Beratungen kennenlernen zu können. Bis dahin alles Gute und tschüss.